Ein Update zum Thema neue Dienstwaffe und Holster. Jürgen Köhnlein, Mitglied im Landesvorstand der DPulG Bayern, sitzt in der entsprechenden Projektgruppe. Der Rollout der SFP 9 ist aktuell komplett im Zeitplan. Neuigkeiten gibt es beim Thema Holster. Wir haben erfahren, dass im Bereich der verdeckten Trageweise, der Holster für die verdeckte Trageweise im engeren Sinn, ein Holsteranbieter einen neuen Vorschlag präsentieren wird. Da müssen wir aber noch ein paar Wochen warten. Sobald diese neuen Prototypen da sind, werden hier auch die entsprechenden Tests durchgeführt. Bewegung ist im Bereich des Oberschenkelholsters hineingekommen. Wir haben erfahren, dass nun auch neben den Sonderbedarfsträgern wie den Polizeireitern, den Motorradfahrern und den USK-Beamten nun auch die Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei und der Einzeldiensthundertschaften oder Zügen nun auch die Möglichkeit bekommen, diese Adaptionen für das Oberschenkelholster zu bekommen und können das dann auch zusammen mit dem Einsatzanzug und der Körperschutzausstattung tragen. Das Oberschenkelholster kann somit während des Rollout schon breiter gestreut werden. Ein guter Schritt in Richtung unserer DPulG-Forderung nach optionaler Ausstattung für alle Waffenträger, die das wollen, so Jürgen Köhnlein. Dass die Tür für die Umsetzung im Anschluss an den Rollout nicht zufällt, dafür setzen wir uns weiterhin ein, betonte Köhnlein.